Ja, ihr Lieben, wir sind bei dem Weißburgunder Trocken. Ist der Jahrgang 2019 in unserer durchsichtigen Flasche. Und wir können ihn gerne mal zusammen probieren, riechen zusammen mal rein. Also ein trockener Weißburgunder, sehr tatsächlich sehr schmelzig, sehr cremig, sehr weich, sehr, sehr süffig, sehr, sehr gefällig, würde ich hier sagen. Und ja, riechen mal rein. Ja, wir haben hier die reife Aprikose, den reifen Apfel, ja, also nicht so das frische Teil, sondern eher so der reife Rand. Und ja, so ein ganz klein bisschen Honigmelone mit dabei. Weißburgunder ist die Mutation vom Grauburgunder, also hier die Neuzüchtung vom Grauburgunder. Grauburgunder, wie wir alle wissen mittlerweile, ist das die Züchtung vom Spätburgunder. Deswegen hat der Grauburgunder auch so leicht bräunliche, rosé-rotfarbige Beeren. Und ja, der Weißburgunder dagegen wieder die hellere Variante. Er ist vollmundig. Er ist wie als würde man tatsächlich auf die Traube beißen. Er hat einen schönen Alkoholeinfluss, hat eine milde, sehr zurückhaltende Säure. Und ja, das ist ein spaßiger Wein, ist ein sehr vollmundiger Wein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt. Ja, es ist jetzt nicht so die Fruchtbombe, nicht so die frische Variante, eher so die angenehme Variante, schöner Essensbegleiter, passt gut so an die Pasti, passt gut auch einfach zum Stückchen Fleisch oder zum Schafskäse mit mediterranem Gemüse. Ja, ist cool, gefällt mir gut. Ich wünsche euch zum Wohl und habt viel Spaß mit dem Weißburgunder. Euer Peter.